den Bock umstoßen. Das ist das klare Ziel des FCE nach zwei punktemäßig enttäuschenden Spielen gegen Luckenwalde und den BFC. Obwohl das Wolitz-Team chancentechnisch durchaus in der Lage gewesen wäre, beide Spiele zu gewinnen. So stehen sie nach zwei Spielen mit einem Punkt da. Kapitän Borgmann sagte nach der Auswärtsniederlage gegen Dynamo, dass sie das heutige Spiel mit Wut gewinnen wollen. Tobias Hasse kehrt nach seiner Verletzung zumindest in den 18er-Kader zurück. Koch fehlt weiterhin ganz. Wolitz gibt derselben Startelf wie im letzten Spiel das Vertrauen, heute den Dreier zu sichern. Der BFC Dynamo und der Berliner AK stehen nach drei Partien bereits mit 9 Punkten an der Tabellenspitze. Mit 3 Punkten könnte Cottbus zumindest ins Tabellenmittelfeld vorrücken. Gästetrainer Ingo Kalisch ist wiederum nicht dafür bekannt, kampflos Punkte liegen zu lassen. Über die linke Seite gestaltet der FCE in der 3. Minute den ersten Angriff der Partie. Engelhardt setzt sich gut durch. Kurze Flanke auf Axel Borgmann. Lukas Hiemann ist im kurzen Eck goldrichtig. Der Verteidiger tauchte plötzlich als Stürmer in der Box auf. Taktik oder Zufall? Wir werden es beobachten. Nächste Chance in der 12. Minute, diesmal über einen Standard. Bisher geriet Energie zweimal früh in Rückstand. Können sie es diesmal andersrum machen? Axel Borgmann nutzt seinen linken Fuß, das war knapp. Und ein Rathenower war noch dran, Ecke. Die kommt aber wieder variantenreich daher und am Ende auch gut in den Strafraum. Da können die Gäste aber klären. Nach einer Viertelstunde kommt Optik erstmals gefährlich in Strafraumnähe. Dafür aber richtig, Hofmann kann vermeintlich klären, aber direkt vor die Füße von Jerome Leroy, der einfach abzieht. Der Pfosten rettet Cottbus. Der Ball bleibt aber heiß. Stahl lenkt ihn zur Ecke. Die kann Cottbus klären. Es wäre doch wiederum der frühe Rückstand gewesen, wie gegen Luckenwalde und den BFC. Das Aluminium verhindert es. Plötzlich stürmt hier Rathenow. Nur 2 Minuten später haben sie wieder Platz im Strafraum. Hildebrand wirft sich dazwischen und klärt in höchster Not zur Ecke. Die kann Energie klären. Geordneter Spielaufbau sieht in der Phase aber anders aus. Die Fans fordern bereits, kämpfen, Cottbus kämpfen. Ob die Spieler das gehört haben oder nicht, ist nicht überliefert. Aber so überraschend, wie Rathenow 2 hochkarätige Chancen hatte, taucht Krämer plötzlich frei vor Hiemann auf, nachdem Eisenhut den Ball erobert und Hildebrand zugespielt hatte. Der Siemer macht das mit rechts richtig gut am Keeper vorbei. 1:0 für Energie. Gewinnt der FCE durch das Tor Sicherheit? In der 24. Minute sind sie wieder im Vorwärtsgang. Eisenhut macht das hier richtig gut. Das hat er auch schon gegen den BFC gezeigt. Hofmann könnte es direkt machen, entscheidet sich aber für den Querpass. Ecke, die kann Optik aber klären. Wenn sportlich nichts geht, probieren es die Optiker eben unfair. Justin Gröger checkt Toni Stahl. Johannes Schipke zeigt ihm dafür den gelben Karton. Danach ist Pause. Es ist das erwartete knappe Spiel vor 4.866 Zuschauern. Die Gäste sind nicht als Punktelieferant hergekommen und wären fast in Führung gegangen, ehe Energie durch Krämer das 1:0 erzielen konnte. Nun müssen sie kommen und können sich nicht einigeln. Das entspricht vielleicht ein wenig eher der Cottbuser Spielweise. Ob sie das in weitere Tore ummünzen können, bleibt abzuwarten. Malcolm Badu macht sich warm, während die anderen Spieler sich die Halbzeitansprache von Pele Wollitz anhören dürfen. Sonderlich zufrieden sah er beim Gang in die Kabine trotz Führung nicht aus. Gewechselt wird zu Beginn der 2. Hälfte dennoch nicht. Der flinke Techniker macht sich weiter mit seinen Kollegen warm. Die 2. Halbzeit beginnt gemächlich. Energie ist überlegen und versucht, seine Möglichkeiten auszuspielen. Dabei zeigen sie sich aber zu verspielt, anstatt den direkten Abschluss zu suchen. Nach 54 Minuten bringt Gästetrainer Kalisch frische Spieler in die Partie. Bell, Gröger und Gustavus gehen. Zingu, Will und Köhler kommen. Eisenhut probiert das in der 59. Minute. In einem schnellen Spielzug wird er von Erbeck gut bedient, geht auf Hiemann zu und schießt seinen Versuch mit rechts. Landet leider im Tor aus, aber so kann es halt gehen. Ebenso schnörkellos macht es Stahl 4 Minuten später. Sein Abwurf landet vor Engelhardts Füßen. Der nimmt den Ball gut mit, kann seine Gegenspieler in Schach halten und legt auf Ponyschew. Hiemann in letzter Sekunde. Ponyschew wird von Polychronakis gehalten, setzt sich aber durch und auch die Pfeife von Schipke bleibt stumm. Seit Eisenhuts Möglichkeit auf jeden Fall eine Sturm- und Drangphase der Hausherren. Jetzt nur nicht übertreiben. Borgmann mit dem schnellen Einwurf auf Ponyschew in der 73. Minute. Das macht er klasse
und wird von Zingo gefällt. Was die Energieanhänger als eindeutigen Elfer erkennen, sieht Schipke anders. Sehr zum Ärgernis der Cottbusser. Wollitz ist in Hochform und sieht dafür die gelbe Karte. Unsere Kamerabilder zeigen, Zingos linkes Bein geht nach oben, trifft Bronischew. Aber reicht das für ein Elfer? Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Die anschließende Ecke kommt lang und in die Mitte. Alles jubelt, aber Hiemann klärt auf der Linie. Sie sind sturmreif geschossen. Da fehlt nur noch der Treffer. Dafür kommt Badu direkt danach. Der Techniker hat bisher immer für Wirbel gesorgt nach seinen Einwechslungen. Bronischew, der heute viele Vorlagen gegeben hat, geht vom Platz. Der FCE kann hier den Sack noch nicht zumachen. Ein Lucky Punch und die Köpfe würden hängen. Nach 78 Minuten kommt die Flanke von Borgmann gut in die Mitte. Eisenhut ist da! Wieder nichts. 10 Minuten vor dem Ende jubeln die Energieanhänger erneut, nachdem Engelhardt ins Tor getroffen hat. Jedoch war die Fahne vom Assistenten früh oben. Abseits, obwohl Engelhardt extra gewartet hatte, die Zeitlupe zeigt, der Assistent steht nicht auf der Höhe der Spieler und entscheidet sich für Abseits, nachdem die Rathenower die Arme hoben. Max Krämer geht kurz darauf runter, Tobias Hasse kommt. Die Zeit rennt runter, 4 Minuten vor Schluss kommen die Gäste mal wieder in Torreichweite. Das kann ins Auge gehen, doch hier huscht der Ball des eingewechselten Pistols knapp an Staatskasten vorbei. 4 Minuten Nachspielzeit im Stadion der Freundschaft. In der 93. Minute kommt Energie nochmal über links. Engelhardt passt auf Hasse, Hiemann ist geschlagen. Köhler rettet für sein Team in höchster Not. Es will einfach kein Tor fallen. Kujovic kommt noch für Eisenhut, der heute auch einige gute Aktionen hatte. Danach ist aber Schluss und endlich dürfen die Energiefans wieder ausgelassen jubeln. Den Sieg kann dem FCE keiner mehr nehmen. Es hätte 4 oder 5:0 enden müssen, aber das reelle Ergebnis zeigt die derzeitige Misere. Cottbus belohnt sich bisher nicht für die gezeigte Leistung oder wie heute nur knapp. Egal, 3 Punkte sind da und Energie beendet die englische Woche mit 4 Punkten aus 3 Partien. Am kommenden Wochenende ist Punktspiel frei für Cottbus, da Carl Zeiss Jena als Thüringen-Pokalsieger im DFB-Pokal antritt. Die Partie wird Ende September nachgeholt. Spielfrei ist dennoch nicht. Am Freitag testet der FCE im Lokstadion gegen Kickers Offenbach. Anstoß ist 17 Uhr.